fordern beim Kaffeetrinken. Hallo, wir sind Hackala Film. Ich bin Thorsten. Ich bin Katharina. Und wir wollen euch heute mal zeigen, was wir eigentlich machen. Die Serie trägt den Namen Cleona, die Hexe von Glon Afeyne. Die Serie spielt in einem abgelegenen Dorf und die Hexe ist dort sowas wie die spirituelle Führerin der Leute. Ist also eine Respektperson, aber gleichzeitig halt auch eine Person, vor der man vielleicht auch ein bisschen Angst hat. Und ihre Rolle, also sie kommt am Anfang der Serie neu ins Dorf und muss sich dort dann erstmal etablieren, aber ihre Rolle und die Rolle von Magie in der Welt, die wir darstellen wollen, das ist das, was wir zeigen mit der Serie. Ich habe es anfangs als Low-Budget-Film beschrieben, aber eigentlich in der Skala, in der Filme normalerweise gemacht werden, ist es ein No-Budget-Film. Also wir haben praktisch keine Ausgaben für mehr als ein bisschen technisches Equipment und Kleidung, was sich so im Rahmen von wahrscheinlich bisher 2000 Euro für insgesamt fast 4 Filme bewegt. Requisiten und Kleidung ist Zeug, was wir selbst bei uns gefunden haben, Zeug, was Nachbarn uns zur Verfügung stellen oder Freunde oder Familienangehörige. Normalerweise merkt man gerade bei solchen No-Budget-Filmen in dem Moment, wo irgendwas nicht so ganz stimmt, dass da irgendwas faul ist, aber wir wollen euch mit dieser ganzen Sache eigentlich mal zeigen, wie viel Arbeit da eigentlich hintersteckt und dass man eben nicht alle Sachen so ohne weiteres ausbügeln kann, selbst wenn man weiß, wo das Problem liegt. Wir haben hier in der Umgebung natürlich fast ideale Bedingungen für einen Fantasy-Film. Wir haben tiefe Wälder, wir haben geheimnisvolle Sümpfe, wir haben moosbewachsene Felsen, alles in Laufreichweite fast von dem Platz, wo wir wohnen. Wir wohnen in Mittelfinnland in einem Ort namens Hakala, deshalb auch der Name Hakala-Film. Und es war auch diese Umgebung mit den vielen Gelegenheiten, die zu Geschichten inspirieren, die uns dazu gebracht hat, zu sagen, wir machen einen Fantasy-Film. Und wann immer ich hier in der Gegend wandern gehe, habe ich ein Auge auf Drehorte, zu denen wir möglicherweise mal gehen und an denen wir eine Szene für den Film machen. Ja, wenn wir am Set ankommen, ist das Erste, dass ich mich mit der Kamera umschaue, wie ist das Licht, von welchem Winkel kann man überhaupt filmen, wo schafft man es, moderne Gegenstände im Hintergrund auszublenden. Die Zeit nutzt Katharina normalerweise, um mit den Schauspielern schon mal die Szene durchzugehen, zu sagen, wo wer zu stehen hat. Und da brauchen wir üblicherweise vielleicht 10 Minuten vorher, um das alles abzusprechen, wie wir das nachher machen, bis wir dann bereit zur Aufnahme sind. Und dann muss jeder konzentriert arbeiten. Ich gehe an die Kameraposition, die ich mir vorher ausgeguckt habe, und wir drehen die gleiche Szene typischerweise 5 bis 10 Mal ab, dass wir unterschiedliche Winkel haben und nachher geeignetes Material auswählen können. Jordan? Ja? Bist du das? Ja, Kiva. Setz dich doch. Wann seid ihr zurückgekommen? Vor 2 Tagen. Es ist natürlich so, dass wir nicht mit professionellen Schauspielern arbeiten. Das heißt, da kommt es zu vielen Pannen, Unsicherheiten im Text und so weiter. Wir arbeiten auch mit unseren Kindern und die sind manchmal gelangweilt am Drehort oder sehen irgendwas anderes Interessantes als die Kamera und fangen an, ihre eigenen Spiele zu spielen. Da muss man einfach mit viel Geduld rangehen und die Szene einfach mehrfach probieren und dann notfalls auch aufhören, wenn es gar nicht geht, und am anderen Tag wieder anfangen. Und das Gleiche ist natürlich, wenn wir versuchen, irgendwas mit den Tieren zu machen. Die Katze ist normalerweise schwer zu überzeugen, sich ins Drehbuch zu halten. Ich wusste es. Wirklich gut hier. Gute Gesellschaft. Hintergrundgeräusche. Aber jetzt habe ich Text vergessen. Seit wann kann ein Schmiedegehilfe davon entstehen? Wahrscheinlich längst das Bild. Die muss doch aufgebracht sein. Ich kann meinen Text nicht. Wenn wir eine Szene aufgenommen haben, ist dadurch natürlich noch kein Film fertig.
Wie ich vorher gesagt habe, nehmen wir die Szene aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf. Das heißt, das Erste, was wir tun, wenn wir das Bildmaterial sichten, ist, wir schneiden unterschiedliche Kameraperspektiven zusammen, dass der Film interessanter wird und lebendiger wird dadurch. Aber vieles, was wir aufgenommen haben, schaut dann noch nicht so aus, wie wir das nachher brauchen. Zum Beispiel kann das Licht anders sein. Eine Szene spielt im Inneren einer Hütte, aber wir müssen es natürlich hell ausleuchten, um es aufzunehmen. Das heißt, Feuerschein oder Abenddämmerung oder solche Stimmungen müssen wir nachher in der Bildnachbearbeitung drüberlegen. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt lasse ich relativ viele Farbkorrekturen und Filter über das Filmmaterial drüber laufen, um die richtige Stimmung im Film zu erzeugen. Sieh, ich werde dir den Weg weisen, der dich zum Kessel der Wiedergeburt führen wird. Und ich werde dich die Worte lehren, die du brauchst, um an seinen Wächtern vorbeizukommen. Auch der Ton, den wir am Set aufnehmen, ist nicht der Ton, der nachher im Film erscheint. Und warum das so ist, kann man leicht verstehen. Hören wir uns einfach mal den Originalton einer Szene an. Rodan! Ja? Es sind mit Gras zusammengebundene Stöcke. Und jetzt hören wir uns an, wie es nachher im Film klingt. Rodan! Ja? Es sind Stöcke, die mit Gras zusammengebunden sind. Es ist offensichtlich, dass wir sehr viele Alltagsgeräusche im Hintergrund haben, dass die Kamera eigentlich nicht imstande ist, besonders gut den Ton aufzunehmen, wenn die Schauspieler weiter entfernt sind. Und dass auch die Hintergrundgeräusche, die wir vor Ort aufnehmen, nicht immer zu der Szene passen, die wir sie gerne hätten. Oft hätten wir vielleicht gerne mehr Wind oder mehr Insekten, die in der Luft zu hören sind im Sommer. Und deshalb müssen wir den Ton nachbearbeiten und in vielen Szenen einfach komplett neu machen. Den gesprochenen Text, den wir im Film verwenden, sprechen die Schauspieler nachher nochmal separat ein. Das heißt, da haben wir noch die Möglichkeit, kleine Fehler und Textunsicherheiten zu korrigieren. Für die Hintergrundgeräusche gibt es im Internet Datenbanken, die das unter einer für uns praktikablen Lizenz zur Verfügung stellen. Da gibt es Freiwillige, die Sounds ansammeln und die für die Allgemeinheit verfügbar machen. Und teilweise sind wir auch dazu übergegangen, die Geräusche, die wir brauchen, selber aufzunehmen, mit der Hilfe eines Nachbarn, der professionelles Tonaufnahmegerät hat. Und da müssen wir eben die Szene arrangieren, dass zum Beispiel ein Pferd an der Kamera vorbeiführen, dass die Hufgeräusche auf dem Boden aufgenommen werden können oder mit einer Spitzhacke in den Boden hacken, während das Hackgeräusch aufgenommen wird. Da hatten wir auch schon viel Spaß dabei. Also nur ein Erschrecken. Ich kann dir auch mehrere hintereinander machen. Kannst du dir noch eins aussuchen? Ein Punkt, den man nicht vergessen darf, Musik in Filmen ist, ich meine, meistens für die Filme selbst komponiert. Wir können uns keinen Komponisten leisten, der extra für unsere Filme Musik schreibt. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, erstens, was gibt es und passt zu unserem Film, und zweitens, dürfen wir das verwenden. Und das ist, da sind halt große Lizenzprobleme, die es da geben kann, wenn man da nicht aufpasst. Aber wir haben zum Glück einige Komponisten gefunden, die ihre Musik frei zur Verfügung stellen. Und das ist natürlich wichtig, um bestimmte Stimmungen einfach im Film zu transportieren. Gerade für die Darstellung der Magie der Hexe brauchen wir natürlich auch Special Effects im Film. Und die sind vielleicht nicht ganz überraschend alle am Computer gemacht. Da gibt es Open Source Software, die auch frei verfügbar ist. Und mit etwas Fantasie und Kreativität kann man da richtig gute Ergebnisse erzielen.
Vieles ist zum Beispiel einfach ins Bild gezeichnet und dann entsprechend mit dem Videostream zusammengebracht. Anderes entsteht dadurch, dass verschiedene Videostreams übereinander gestapelt werden und mit geeigneten Filtern versehen werden. Für manche Szenen, zum Beispiel die Szene, in der Cleona durch die Anderswelt fällt, haben wir auch ein gutes Maß an Fantasie und Kreativität aufwenden müssen, um die Hexe auf ein Trampolin zu stellen, vor einem Bluescreen zu filmen und dann den Film entsprechend zusammenzuschneiden, dass man tatsächlich den Eindruck hat, sie fällt durch Wolken. Action! Das, was wir machen, ja jetzt nicht so sehr verschieden von dem, was auch große Filmproduktionen machen, mit dem Unterschied natürlich, dass wir ein Zwei-Mann-Betrieb sind und die Arbeitsteilung entsprechend aussieht. Als Regisseurin, die gleichzeitig schauspielert und den Drehort im Blick behalten muss und auch ein bisschen gucken muss, aus welchen Kamerawinkeln sie bestimmte Sachen haben möchte, ist halt wahnsinnig schwierig. Und das Ganze, also alle Helfer, die wir haben, davon ist kaum jemand irgendein Spezialist. Das heißt, alles läuft auf freiwilligen Basis. Alles ist mit dem gemacht, was wir hier zur Verfügung haben. Und wir haben aber gemerkt, dass gerade das auch einen gewissen Reiz ausmacht. Wir können uns im Prinzip austoben. Wir können alles ausprobieren und wir haben auch schon einige Leute, gerade aus unserer Umgebung, angezogen an das Projekt. Denen macht es auch Spaß, sich daran zu beteiligen und wir hoffen natürlich, dass wir gerade jetzt auch mit diesem Film noch mehr Leute begeistern können. Jedenfalls ein großes Dankeschön an alle Helfer und wir wünschen euch viel Spaß mit unseren Filmen.